mit Spaß und Energie auf Körbejagd. Zum Saisonabschluss kommen die Mädchen der weiblichen U12 beim Turnier der Jugendspielkooperation Basketball Berlin Süd und der Basketballabteilung des SSC Südwest sowie des Berliner Basketballverbandes in einen besonderen Basketballgenuss. Die Aufregung ist auch anders. Es ist einfach besonderer, weil man weiß, es geht um viel mehr. Es geht um die Berliner Meisterschaft. Es ist super toll, so viele junge, erfolgreiche Mädels zu sehen, die Basketball spielen wollen und Bock drauf haben. Ich finde es auch schön, dass wir, wenn wir gegeneinander spielen, nicht uns anschreien oder streiten, sondern ich sag mal, eine gute Beziehung zueinander haben. Gute Laune ist vorprogrammiert, aber der sportliche Ehrgeiz kommt auch nicht zu kurz. Es treten 14 Basketballvereine, davon 8 in der Oberliga und 6 in der Landesliga, gegeneinander an. Dabei schickt jedes Team 5 Spielerinnen aufs Feld, die den Besuchern 2x12 Minuten mehr als spannende Duelle bieten. Die Spielerfahrung der Mädchen ist unterschiedlich. Schließlich spielen BASS und der Berliner SC erst einige Jahre in dieser Liga, während Alba Berlin bereits seit Jahrzehnten zu den stärksten Mädchenteams der Stadt gehört. Wir sind sehr stolz, dass wir in den letzten 5 bis 6 Jahren enorm an Mannschaften zugenommen haben und auch viele, viele Mädchen haben, die Basketball spielen wollen. So spielen die Mädchen erst eine Gruppenphase, bevor es in die K.O.-Runde geht, bei der jeder Korb die Spiele mitentscheiden kann. Die Teams, die früher ausscheiden, feuern lautstark ab. Und als dann das Finale ansteht, wird das Gekreische natürlich noch lauter, denn hier stehen sich die besten Teams der Oberliga gegenüber: Alba Berlin und BASS. Von Beginn an macht Alba extrem viel Druck und führt sehr schnell mit einigen Punkten, von denen sich die Gastgeberinnen aber nicht einschüchtern lassen. Sie zeigen ihre erlernten Fähigkeiten aus dem Training und treffen auch erfolgreich. Doch nach 24 Minuten steht ein deutlicher Sieg für Alba Berlin auf der Anzeige. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Du denkst halt, du bist in der besten Mannschaft von Berlin in unserer Altersgruppe. Und ja, das ist einfach ein tolles Gefühl. Neben dem Spielgeschehen steht aber auch das gemeinsame Erleben des Sports im Vordergrund. Eltern, Geschwister, Freunde und Bekannte füllen die Sporthallen in der Hauptstadt, was das Turnier der Jugendspielkooperation von Jahr zu Jahr zu einem Großereignis werden und die talentierten Nachwuchsspielerinnen nicht nur individuell, sondern vor allem als Team wachsen lässt. Es ist ein Teamsport, da lernt man mit anderen zusammenzuarbeiten und man lernt auch Kritik anzunehmen. Ich liebe Basketball und das macht mir halt Spaß, gegen andere, gegen Schwächere und gegen Stärkere zu spielen. Außerdem kannst du neue Freunde finden. Und wenn man halt einen Korb angreift, das macht doch einfach Spaß. Denn nur hier gibt es zum Saisonabschluss noch einmal die Gelegenheit, mit Spaß und Energie auf Körbejagd zu gehen, bevor die wohlverdiente Sommerpause beginnt.